Ein deutsches Märchen. Der Geizige im Busch. Es war einmal ein armer Bauer. Er war der Gnade seines gerissenen Chefs, einem Gutsbesitzer, ausgeliefert. Der Gutsbesitzer ließ ihn tagelang auf den Feldern arbeiten und zahlte ihm kein Geld. Du willst Geld, um auf dem Bauernhof zu arbeiten? Das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. Niemand bezahlt die Bauern für eine einfache Arbeit wie die Landwirtschaft. Ich bezahle deine Unterkunft und dein Essen. Ist das nicht genug? Weißt du, wie viel dein Essen mich kostet? Ich meine, komm schon. Musst du wirklich 3 Mahlzeiten am Tag einnehmen? Natürlich muss ich das. Ich arbeite schließlich hart auf dem Feld. Oh, nun ja, es ist nur Landwirtschaft. Wie schwierig kann das wohl sein? Okay, ich habe jetzt andere Dinge zu erledigen. Rede nächsten Monat mit mir und mach den gleichen Witz. Ich denke darüber nach. Genau. Der Bauer war immer enttäuscht von der Art und Weise, wie ihn der Gutsbesitzer behandelte. Er dachte schon viele Male daran, den Job zu kündigen, aber er hatte Angst, dass er danach keine andere Arbeit fände. Monate vergingen und doch wurde dem armen Bauer kein Geld ausgezahlt. Dann eines Tages. Genug ist genug. Ich bin hier nicht glücklich. Ich kann hier nicht mehr arbeiten. Herr, ich arbeite hier seit 3 Jahren. Ich habe es verdient, bezahlt zu werden. Ich werde nicht gehen, bis Sie jeden Cent für meine harte Arbeit bezahlt haben. Du hast recht. Na also, 1, 2, 3. Was ist das denn? Nur 3 Cent? Nur? Was meinst du mit nur? Das sind 3 Cent? Wann bist du das letzte Mal in der realen Welt gewesen? Du weißt schon, das ist ein Vermögen. Ist das so? In Ordnung dann. Wenn ich ein Vermögen verdient habe, dann muss ich nicht mehr für Sie arbeiten. Was? Ich kann nicht für jemanden arbeiten, der mich nicht schätzt. Ich weiß, dass meine Ehrlichkeit und meine harte Arbeit eines Tages belohnt werden. Auf Wiedersehen! Der Landwirt verließ die Felder. Er wusste, dass 3 Cent nicht ausreichen. Aber er war froh, etwas Geld zum Überleben zu haben. Etwas weiter vorne hörte der Bauer ein seltsames Geräusch. Es kam hinter einem Baum hervor. Er ging näher heran und rief. Geht es dir gut? Wow! Weshalb bist du hier? Ich habe nichts, was du stehlen könntest. Stehlen? Warum sollte ich dich bestehlen? Und warum weinst du? Bist du verletzt? Ein grausamer Mann hat meinen Goldtopf gestohlen. Ich fand ihn am Fuße eines Regenbogens und... Am Fuße eines Regenbogens? Ich dachte, das ist nur eine Geschichte. Nein, ist es nicht. Ich hatte mein Gold, aber jetzt ist es weg. Oh, bitte wein nicht. Nun, ich kann nicht mit deinem Goldtopf mithalten, aber ich kann dir das hier geben. Das ist vielleicht nicht viel, aber das ist alles, was ich habe. Oh, aber was wirst du dann tun? Mach dir keine Sorgen um mich. Es wird mir gut gehen. Es scheint mir, als würdest du das Geld mehr brauchen als ich. Ich wusste, dass du der Richtige bist. Ich wusste, dass du mich nicht in den Stich lassen würdest. Hä? Wer bist du denn? Ich bin ein Zwergenengel. Wir werden jedes Jahr aufs Land geschickt, um einen Mann zu finden, den unsere Magie zugutekommen soll. Ich bin beeindruckt von deiner Großzügigkeit. Sag mir, was wünschst du dir? Ich kann dir 3 Wünsche erfüllen. Einen für jeden Cent. Oh, das ist seltsam. Sagst du mir die Wahrheit? Sag mir deine Wünsche und du wirst es wissen. Der Bauer dachte eine Weile nach. Endlich wusste er, was er wollte. Ich hab's. Erstens wünsche ich mir einen Bogen, der alles vom Himmel holt, worauf ich schieße. Zweitens eine Geige, die jeden tanzen lässt, wenn ich sie spiele. Und drittens wünsche ich mir, dass mir jeder das gewährt, worum ich ihn bitte. Eure Wünsche werden alle erfüllt. Nutze sie weise. Der Landwirt war jetzt glücklicher denn je.
Er ging fröhlich und dachte darüber nach, was er alles tun konnte. Gerade in diesem Augenblick stieß er auf einen Mann, der Steine auf einen Baum warf. Mein Herr, warum werfen Sie Steine auf diesen armen Baum? Ich werfe keine Steine auf einen Baum, du Narr. Ich versuche, diese Blume zu zerstören. Das ist die schönste Blume. Sie blüht nur einmal in 4 Jahren. Und das da drüben auf dem höchsten Ast dieses Baumes ist die einzige Blume der Welt. Sie ist sehr wertvoll, wissen Sie? Viele Leute haben versucht, diese Blume zu zerstören, aber niemand schaffte es. Oh, ich kann es versuchen. Ich sehe den Bogen und den Pfeil dort. Denkst du, du bist der einzige Bogenschütze, der sein Glück versucht? Niemand kann so hoch zielen. Der Bauer zog einen Pfeil und zielte auf die Wurzel der Blume, die auf dem höchsten Ast blühte. Und ohne nachzudenken, schoss er auf den Ast. Der Pfeil erhob sich immer höher und höher, als würde er von selbst aufsteigen. Und mit einer schnellen Bewegung so fiel die Blume in die Hände des Bauern. Das ist unmöglich. Wie hast du das gemacht? Nun, ehrlich gesagt, ein Zwerg. Oh, das ist mir egal. Gib mir sofort die Blume. Aber ich habe sie runtergeholt. Warum sollte ich sie Ihnen geben? Das ist unfair. Ich habe sie zuerst gesehen und Ihnen davon erzählt. Sie haben recht. In Ordnung. Ich werde Ihnen die Blume geben. Aber dafür müssen Sie mir eine Belohnung geben. Schließlich habe ich die ganze Arbeit gemacht. Der Landwirt war ein ehrlicher Mann. Aber der Mann, der vor ihm stand, war ein echter Geizhals. Jeder in der Stadt wusste, dass der Geizige ein gerissener junger Mann war. Er brachte andere dazu, die ganze Arbeit zu erledigen und sie nie zu bezahlen. Niemand vertraute ihm. Aber der unschuldige Bauer war sich der List des Geizigen nicht bewusst. Ihr habt recht, mein Freund. Ich werde Ihnen 500 Goldmünzen für diese schöne Blume zahlen. Stimmen Sie zu? Oh, absolut. Hey, warten Sie! Wo wollen Sie hin? Sie schulden mir 500 Goldmünzen. Was wirst du dagegen tun? Deine Geige spielen? Auf Wiedersehen! Oh, er hat recht. Was kann ich tun, außer meine Geige zu spielen? Wie der Zwergenengel versprochen hatte, begann der Geizige nach der Melodie des Bauern zu tanzen. Er hüpfte und wirbelte und schwankte mit dem Wind. Der Bauer spielte weiter auf seiner Geige. Nach einer Weile rutschte der Geizige aus und fiel in einen Busch. Und doch konnte er nicht aufhören zu tanzen, selbst als der dornige Busch an seiner Kleidung riss. Oh, hab Mitleid! Bitte aufhören! Ich werde Ihnen Ihre Belohnung geben! Da, in meinem Hemd! Die beiden roten Beute, nehmt sie! Ich habe nur das genommen, was Sie mir schulden. Sie hätten mir sofort meine Belohnung geben sollen. Auf Wiedersehen. Der Geizige versuchte, seine Kleider aufzuheben. Aber wie konnte er das tun? Bald verbreitete sich die Nachricht in der ganzen Nachbarschaft. Der Geizige war nicht mehr nur ein Geizhals. Er wurde jetzt der Geizhals im Busch genannt. Oh, ich werde es ihm zeigen. Was bildet er sich ein? Am nächsten Tag ging der Geizige wütend zum Gericht. Verstehe. Also ein Mann mit einer Geige und einem Bogen hat deine Erkältung gestohlen? Ja, euer Ehren. Erkältung. Wie kann man eine Erkältung stehlen? Er hat mein Gold gestohlen, Sir. Gold. Meine 500 Goldmünzen. Gold? Ah, Gold. Ich wusste, dass daran etwas nicht stimmen würde. Harvey! Alles, was Sie tun müssen, ist, eine Beschwerde aufzuschreiben. Wie schwierig ist das? So, also ein junger Mann mit einer Geige hat deine 500 Goldmünzen gestohlen. Bringt den Mann mit der Geige und den Bogen.
Schließlich wurde unter großen Schwierigkeiten der Mann mit der Geige und dem Bogen gefunden und dem Richter vorgeführt. Sie wurden beschuldigt, diesem Mann 500 Goldmünzen gestohlen zu haben. Haben Sie etwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ja, Euer Ehren. Ich habe niemanden bestohlen. Dieser Mann hat sie mir gegeben, als Belohnung dafür, dass ich ihm die Blume vom höchsten Ast des Baumes besorgt habe. Er lügt. Ich habe ihm keine Belohnung versprochen. Nun, junger Mann, es ist schwer zu glauben. Ich meine, 500 Goldmünzen, ganz schön viel, nur um eine Blume zu bekommen. Aber ich spreche die Wahrheit. Nein, er hat sie mir gestohlen und mich dann in den Busch gestoßen. Er lügt. Das tue ich nicht. Ja, das tut er. In Ordnung, das reicht jetzt. Hören Sie, Mann mit der Geige, der Fall ist gegen Sie. Geizhals im das hier ist ein schwerer Fall. Ich verurteile den Mann mit der Geige und dem Bogen zu 5 Jahren Gefängnis. Sie geben auch die 500 Goldmünzen an den Geizhals im diesen Herrn hier zurück. Ich verstehe, Euer Ehren. Würdet ihr mir bitte eine Sache gewähren? Ich möchte meine Geige zum letzten Mal spielen. Nein, Euer Ehren, das können Sie nicht zulassen. Bitte nicht. Nein. Oh, es ist nur ein unschuldiger Wunsch. Nein, ist er nicht. Und wie kann er bitten, die Geige im Gerichtssaal zu spielen? Und das kann nicht sein letzter Wunsch sein. Er geht nur für 5 Jahre ins Gefängnis. Nicht für immer. Ich verstehe. Was Sie sagen, macht Sinn, aber aus irgendeinem Grund kann ich nicht Nein zu ihm sagen. Ich bin dazu gezwungen, ihm das zu geben, was er will. Der Bauer lächelte, denn er wusste, warum der Richter nicht Nein sagen konnte. Ich wünsche mir, dass mir jeder das gewährt, worum ich ihn bitte. Na, du meine Güte, wo sind die Wachen? Bitte, bitte halten Sie sich an mir fest. Aber es war zu spät. Sobald der Bauer anfing, seine Geige zu spielen, begannen alle im Gerichtssaal zu tanzen. Niemand konnte dem widerstehen. Weder der Geizige noch die Wachen. Sogar der Richter schloss sich ihnen an. Was passiert denn hier? Wir tanzen alle, Euer Ehren. Oh, halt die Klappe, Harvey. Der Bauer stand direkt vor dem Geizhals und hörte auf, seine Geige zu spielen. Sagen Sie allen die Wahrheit, sonst lasse ich Sie für den Rest Ihres Lebens tanzen. Wachen, verhaftet ihn, bevor er wieder seine Geige spielt. Aber der Bauer war schneller als die Wachen. Oh, hört auf, bitte, bitte halt, ich gebe es zu. Du hast nicht gestohlen. Ich habe dir diese 500 Goldmünzen als Belohnung gegeben, um die Blume zu bekommen vom höchsten Ast des Baumes. Oh, ist das denn wirklich wahr? Ja, es ist wahr. Nun dann. Der Mann mit der Geige ist unschuldig. Der Geizige hat die Zeit des Gerichts damit verschwendet, zu lügen. Er muss eine Geldstrafe von 500 Goldmünzen an den Mann mit der Geige und dem Bogen zahlen. Außerdem muss er all sein Reichtum an die Menschen in seiner Stadt abgeben. Dies wird dich lehren, den Wert von Ehrlichkeit über den Reichtum zu stellen. Fall abgeschlossen. So wurde der Bauer freigelassen. Er bekam den Reichtum, den er verdiente. Doch weil er ein hart arbeitender und entschlossener Mann war, kaufte er sich ein eigenes Stück Land und führte die Landwirtschaft weiter. Niemand war überrascht, als man feststellte, dass der Geizige anderen eine Menge Geld schuldig war. Nachdem der reiche Geizhals all seine Schulden abgezahlt hatte, hatte der Geizhals im Busch kein Geld mehr. Er musste arbeiten wie alle anderen und für den Rest seines Lebens seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Ende.